Jetzt sind wir bei unserem Hellen. Und das Helle ist unsere beliebteste Sorte. Und das Helle hat bei uns einen, vor allem auch von der Gestaltung her, auch einen sehr, sehr starken Charakter. Dieses Rot-Gelbe ist bei uns schon seit 100 Jahren im Etikett als das Wiedererkennungsmerkmal. Und hier kann man sehr schön die Ornamente sehen, die da so kunstvoll diese Etiketten gestalten. Hier haben wir nämlich als zentrales Element die Sonne. Und die Sonne mit dem H drin. Das H steht für Helles und natürlich auch für Hofbräuhaus und auch dafür, dass es ein sehr helles Bier ist. Also es gibt kaum ein Helles, das farblich so hell gestaltet, so hell gebraut ist wie unser Helles. Und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und eingerahmt ist die Sonne, die wiederum für die Kraft der Natur steht, von den beiden Löwen. Und die Löwen stehen für das Löwentor. Das ist nämlich das Tor, das zu uns in die Brauerei führt. Wenn man also Traunstein besucht, dann geht es den Berg nach oben und rechts und links eingerahmt von den Löwen durch das Löwentor und man sieht schon die Fassade der Brauerei, unseren Gär- und Lagerkeller und das Sudhaus. Natürlich haben wir hier unsere Rohstoffe auch wieder drauf. Das Wasser von der Quelle, vom nahegelegenen Hochberg, die unser Kurfürst schon vor über 400 Jahren gefasst hat. Das Besondere daran ist, dass dieses Wasser ohne eine einzige Pumpe zu uns ins Hofbräuhaus fließt. Also wie wenn es geradezu in die Brauerei will, um dort zu Bier veredelt zu werden. Ganz was Besonderes. Und natürlich der Hopfen, den wir von einem speziellen Hopfenbauern in der Holledau haben, der mit einer Bodenaktivierung auch die Kraft der Natur speziell hervorholt und unser Gerstenmalz, das ausschließlich eine spezielle Gerstensorte sein darf, nur aus bayerischen Landen.